Hi und herzlich willkommen zurück bei Soviet Republic Workers and Resources. Ich habe das Problem gefunden, es ist ein ganz simples, nur schwer zu finden. Ich musste der ganzen Strecke folgen. Ich habe hier einfach rechts und links vertauscht. Ja? Da lang und da lang. Dann hatte ich hier zum Testen das andere Zollhaus einmal reingenommen. Ich schmeiß den jetzt wieder raus, sag dem, der soll dahin fahren und drücke einmal auf Play. Und schon sollte der jetzt eigentlich seinen Weg finden. Der eigentlich vollgeladen ist er. Und hier hinten gibt es trotzdem noch Kunststoff drin. Perfekt. Das heißt, der fährt jetzt gleich los. Gucken. Der Rest passt hier. Genau. Kann entsprechend hier losdüsen. Hier unten, der würde jetzt sagen, warte. Genau. Und da lang. Perfekt. Ihr Zuglänge passt ungefähr. Okay, dann ist das auch wieder im Lot und dann würde ich mich hier eigentlich gerne, wir hatten ja bei der Kiesproduktion das letzte Mal geschaut, ein bisschen wieder hier ransetzen. Hier unten sollen ruhig weiterbauen. Der bringt jetzt hier das letzte Mal Stahl da rein. Den Rest soll er ja verkaufen. Die Frage, ob wir das in Zukunft überhaupt noch so machen wollen. Weil diese mechanischen Teile sind ja sicher besser zu verkaufen. Den auch zum Stahlwerk zurückschicken. Das ist hier gleich fertig. So, das machen wir mal. Ich schicke ihn mal erstmal zum Stahlwerk zurück. Dann hier oben hatte ich ja noch diese beiden Teile. Kann jetzt hier diese Bagger reinsetzen. Ja. Dann läuft es hier nämlich auch. Bevor ich mich jetzt aber darum kümmere, schaue ich hier unten. Ist nämlich gleich fertig. Der fährt da jetzt rauf und fährt zurück zum Stahlwerk. Genau. Ich würde dem sagen, hier unten, das nehme ich mal raus. Und gehe mal auf den Halt erstmal löschen. Der soll den Stahl nicht verkaufen. Jetzt schaue ich nochmal hier Preise, Warenmarkt. Wir haben ja mechanische Komponenten, die bringen beim Verkaufen 764 und wir haben Stahl, der bringt nicht ganz so viel. Ich weiß natürlich nicht, ob wir aus einem nicht 2:1, also vielleicht wäre es dann besser, die mechanischen Komponenten statt dem Stahl zu verkaufen. Jetzt muss ich dem, wo ist der Zug jetzt hin? Da ist er. Dem Zug muss ich jetzt auf jeden Fall sagen, du bringst danach den Stahl, den du entladen sollst, hierhin. Ja, wir gehen hier auf Entladen, schmeißen den raus. Dann fährt er zu diesem Freilager. Umbenennen können wir nicht, ne? Hatten wir schon mal geguckt. Das wird hier ein Stahlfreilager. Ja, machen wir erstmal so. Weil wir können ihm, vielleicht sollten wir ihm sagen, dass er nicht die volle Menge hier für Stahl nimmt, sondern sagen wir mal 70%. Einkaufen darf er 34. Ja. Hier drüben, dem sage ich jetzt, dass er bitte keinen Stahl einkauft. Er kauft aber immer noch Platten ein. Das, aber hier oben sollte jetzt eigentlich die Plattenfertigung auch durch sein. Dass da Platten sind, dann soll der nämlich hier auch keine Platten mehr einkaufen. Soll nämlich gar nichts mehr einkaufen. Okay. Super. Hier drüben nimmt er noch das Zeug raus für den Bau. Das ist in Ordnung. Dann haben wir hier ein Lager für Stahl. Hier oben eins dann für Platten. Da mal rein. Menge begrenzen. Danke mal hier. Machen wir mal 70% auch. Okay. Da kommen dann nämlich unsere Platten her. Hier oben will ich die Platten dann gerne raus haben. Mal gucken. Der Rest läuft dann über die anderen Lager. Okay. Hier geht der Stahl rein. Ist der Stahlzug jetzt schon wieder auf dem Weg? Ja, ist er. Perfekt. Hier unten muss der Stahl eigentlich dann rausgehen. Mal gucken, das auch so klappt.
Und hier habe ich ja mein Zementwerk. Hier irgendwo zwischenlagern. Also ich will, dass einer der Kipper, den schicke ich mal dahin. Die irgendwie ein bisschen zwischenrennen. Habe ich irgendwo noch hier so eine Möglichkeit, ein Depot für Straßenfahrzeuge noch hinzusetzen? Vielleicht hier hinten so an den Rand? Komme ich da vielleicht blöd rum, das ist auch nicht ideal. Ich würde die nämlich gerne noch irgendwo einlagern. Oder ich mache das einfach hier neben. Weil auf der anderen Seite wäre es schon sinnvoller. Oder vielleicht hier unten. Auch nicht ideal. Hier vielleicht. Dadurch muss ich, glaube ich, nicht. Was, wenn ich es hier reinsetze? Dann nur die Frage, ob ich es angeschlossen kriege. Da lang geht's. Da lang auch. Perfekt. Dann. Das kann er ruhig selber bauen, genau. Würde ich die danach umsetzen, damit ich ein bisschen von den bei den Sachen zwischenlagern kann. Wieso sind es denn jetzt hier immer noch mehrere Kipper? Weil der hier immer noch da drinnen steht. Okay, schmeiße ich den raus. Genau. So, und jetzt gucke ich mal, dass ich mir hier alle Kipper raussuche. 1, 3, 4, 5, 6. So, jetzt habe ich alle Kipper. Muss ich nur gucken. Gott. Dass ich die hier oben hinschicke. Ha! Eh nichts mehr. Genau, wir nehmen hier mal den. Schicken den zu der Kiesgrube. Kiesgrube 2. Halt löschen. So. Okay. 1. Der kommt auch zu der Kiesgrube. Löschen. 2. Kiesgrube 2. Und der halt raus. Genau. Und dann habe ich hier bei denen die Kiesgrube 3 drin. Halt löschen. Okay, so dass wir dann 3-3 haben auf den Kiesgruben. Und dann können wir noch jeweils einen dazusetzen. Ja. Okay. Jetzt müsste ich die eigentlich noch bearbeiten, dass die warten. Das kann ich aber hierüber dann auch machen, oder? Ja, ich denke schon. So, die sollen natürlich hier immer schön warten, bis sie beladen sind. Die sollen auch nur Bruchstein transportieren. Ich mache das ja immer sehr genau. So. Okay. Passen die? Ich schnapp mir einen von denen noch und sag, dass du hier unten das auch machen sollst. Der ist jetzt für die Kiesgrube 3 da. Dann kaufe ich mir noch einen Kipper dazu. So, und der wird dann für die andere Kiesgrube das machen. Nämlich hier. Ich mir die auch noch an. So. Kiesgrube 2. Auch Bruchstein. So. Okay. Und den kopiere ich mir jetzt noch. Und dann haben wir sogar noch einen Kipper mehr. Und trotzdem mehr Kiesgruben. Das ist natürlich nicht ordentlich, weil ich das nicht erst gesetzt habe. So. Warten. So. Dann haben wir 8 Fahrzeuge auf den Kiesgruben. Hier oben könnte ich die Kiesgrube theoretisch dann wegreißen. Weil ich die eigentlich nicht mehr brauche. Ja. Könnte die abreißen. Würde hier hingehen und schauen, dass ich vielleicht hier so ein bisschen das ordentlicher baue. Ah, schade, ich dachte, das klappt hier vielleicht. Dass ich das
hier so anschließen kann. Das ist ja... Moment, dann mache ich es ganz neu. Kriegt das schon noch hin hier? Ja. Ja, perfekt. So, ich baue das mal. Der Rest sind dann hier Fußwege. Ja, können wir einmal hier so einen Fußweg entsprechend drüber machen. Hier oben geht ja ein Fußweg ran. Und dann setzen wir noch einen dahin. Und dann sind hier hoffentlich alle Leute glücklich. Genau, die Kiesgrube ist raus. Gibt hier eine, die Umfahrung ist ein bisschen logischer. Wunderbar. Die fahren alle hier hoch. Über diesen Weg, genau. Und hier unten beim Entladen haben sie dann... Da dauert es dann einen Moment. Okay. Und trotzdem sollten wir hier dann genügend Kies haben. Ich könnte hier jetzt ein paar mehr Leute reinsetzen, so. Muss auch noch mal schauen, hier war doch ein Fußweg. In dem Teil? Nicht so aus, oder? Kommen die denn hier hin? Na gut. Wird schon passen. Hier drüben, Stahllager ist klar. Hier ziehen sie immer noch ein paar Sachen raus. Kann hier aber mal das ein bisschen verringern, sodass das hier unser Ziegel- und Bretterlager wird. Hier wird ja auch noch gebaut. Dann würde ich demnächst diese Baustelle mal anschmeißen. Kann ich ja eigentlich schon machen. So. Sodass wir die Lager hoffentlich dann auch leer kriegen. Eingekauft wird hier nichts mehr. Super. Voll ist unser Kino. Auch ganz schön voll schon. Wäre also durchaus eine Überlegung, ob wir vielleicht noch ein zweites Kino einbauen bei uns hier. Da gerade dazwischen geblinkt. Genau. Das passt hier nicht zwischen. Also so rum würde es bestimmt passen, ne? Hier. Halt die Frage, ob das notwendig ist. Noch stehen hier keine Leute an, ne? Auch mal gucken. Was hier aussieht. Schüler haben wir jetzt bei allen rausgenommen, okay. Da oben auch eigentlich. Hey, hier ist die Plattenproduktion. Da läuft auch nicht so viel zusammen. Noch jede Menge Spielraum. Der ist mal auf 75. Jetzt hier unten. Ah, okay, kann ich so stellen. Ja, gut. Ist das auch? Wer bringt die ja da rein, die mechanischen Komponenten? Und der verkauft die, ne? Genau. Das ist, glaube ich, auch erstmal so in Ordnung. Dann kriegen wir darüber nämlich Geld. Genau, der fährt die zum Zollhaus. Und unser Leerzug entlädt ja nur noch, ne? Genau. Sodass wir hier die Mitarbeiter noch bräuchten. Ja, da kommen immerhin Leute noch zu dem. Okay. Könnte also hier... Was haben wir denn noch für schöne Wohnungen vielleicht? Vielleicht mal einen anderen Block? Haben wir ja auch schon ein paar Mal gesetzt. Die eigentlich hier, die finde ich ganz cool. Ja. Weiß ich hier unten mal den Gehweg raus. Dafür setzen wir hier Straße ein. Mal gucken. Jetzt hier irgendwie... Oh. Teile sollte ich dann natürlich bauen. Das heißt, ich klicke das hier mal kurz an. Nämlich diese Stücken hier sind noch nicht mit Laternen. Muss ja nicht sein. Kann ja ruhig so ordentlich sein. Ja.
mache das Stück hier auch nochmal. Und hier dieses kleine... Ach komm, wir machen das bis hier hinten ordentlich. So, da sieht es hier nämlich dieser Knick auch ein bisschen schicker aus. So, dann schnappe ich mir hier... Das reicht nicht. Ich komme hier derzeit nicht wirklich rüber. Ich könnte hier noch lang gehen. Und dann da rein. Okay. Ich komme wahrscheinlich hier hinten dann auch zu diesem Gehweg. Okay. Gucke ich nochmal. Von der Busstation kommen die aber immer noch dahin. Das heißt, ich müsste hier eigentlich mehr Leute reinbringen. Welche Busse fahren denn derzeit hier hin? Beiden von diesen beiden Busplattformen hier. Wir warten nur ein paar Arbeiter, hier auch nur ein paar. Das heißt, derzeit haben wir zu wenig Arbeiter, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die hier reinrennen, gerade in dieses Gebäude, um hier zu bauen. Das heißt, ich nehme hier mal weniger rein, weil so schnell können wir die Sachen ja gar nicht hier hinliefern. Okay. Hier oben, Stahl... Hier würde ich jetzt, ich begrenze mal die Mengen kurz nicht, würde dann sagen, dass wir hier Ziegel und Bretter haben. Ah, kriegen wir doch wohl ordentlich hin, dass es 50-50 ist, oder? So. Der Rest kommt dann da raus. Und von hier unten kommt... Das andere. Perfekt. Wir sollten aber die Leute immer noch jetzt Stahl holen, ne? Den anderen Stahl holen sie dann von da. Ich würde also schauen, dass wir vielleicht hier noch eine Ab... Kriegen wir hier so eine Abzweigung hin? Hm, ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht so schön, aber wenn wir da irgendwo hoch... Ne, okay, wir lassen es so. Dann fährt der LKW halt einen kleinen Umweg. Ist dann halt so. Hier haben wir jetzt überwiegend Asphalt, Beton, die benötigt werden. Wir haben also hier schon wieder das Thema beim Kies. Scheint hier einfach nicht schnell genug verarbeitet zu werden. Ich brauche hier ein paar mehr Leute rein. Guck mal, dass wir hier vielleicht sogar noch ein Wohngebäude... Ne, das ist ein bisschen überdimensioniert. Haben wir hier so eine Eisenbahn, so eine schöne Wohnung mal rein. Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Oh, ich habe die aus Versehen gebaut. Hoppala. Das war nicht der Plan. Und hier in die Ecke, da kriegen wir jetzt nichts mehr hin, ne? Oh, doch, hier passt sogar noch so ein kleines Teil rein. Na super, dann ist der Kreis hier auch geschlossen. Schon wieder hier oben diesen Haken gesetzt. Sollte nicht sein. Gut. So passt es aber. Der Zug hier lädt weiter Stahl ein. Hier eine sehr große Stahlindustrie. Hier oben fehlt uns jetzt wieder Kohle. Was uns gerade nicht fehlt, ist Eisen. Da ist hier scheinen genügend Leute drin zu sein. Kann ich also mal ein bisschen runtersetzen. Okay. Aber was uns fehlt, ist Kohle. Haben wir schon wieder den Kohlezug irgendwo kaputt gemacht? Hier steht derzeit ein Kohlezug, da auch. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Gucken wir mal, ob wir das rausfinden. Der kann derzeit nicht weiterfahren, weil... Hier der auf dem steht. Ist doch irgendwie Quatsch. Aber eigentlich auch irgendwie richtig, oder? Oder hätte ich die dann hier in der Mitte rauslassen müssen? Das macht ja so auch keinen Sinn. Okay, der fährt jetzt hier weiter. Wieso hat denn der hier jetzt kein Grün?
weil der da drinne steht. Also ich nehme jetzt kurz das Signal weg, damit hier überhaupt was passiert. Ich könnte auch die Signale wegnehmen. Das ein bisschen umbauen, so. Aber dann ist hier natürlich das... könnte den da rauffahren lassen. Das macht... Hier ist immer noch alles ein bisschen tricky. Gut. Was auf jeden Fall ja gehen müsste, ist, wenn wir das so bauen, oder? Dann müsste es funktionieren. Dann hat man hier zwar einen langen Aufenthalt, ne, weil das nicht gerade optimal gebaut ist, aber es sollte gehen. Genau, der macht jetzt Stopp, bis das da, bis der da durch ist. Achso, mein Lieber, da war rot. Auch wenn der da durchfährt. Jetzt ist hier alles okay. Das heißt, der kann fahren. Jetzt wird hier alles rot. Hier darf jetzt keiner mehr reinfahren. Von da oben kommt gerade einer. Das heißt, wenn der hier fertig ist, darf der andere weiterfahren. Der hält also hier gleich an, hoffe ich mal. Bis der dann hier entsprechend durchgefahren ist. Genau, da er nicht dem hinterherfährt, darf er jetzt schon fahren. Okay, alles klar. Verlangsamt das hier zwar, aber es funktioniert wieder. Meine Güte, wie oft wir jetzt daran rumgepuzzelt haben, ist ja schrecklich. Immer noch Leute ohne Job. Hier oben haben wir jetzt viel zu viel Bitumen. Weil die Ölzüge nicht laufen. Ich guck jetzt nochmal rein. Hier kommen ja nochmal Züge gerade. Der hat rot, hält da. Der hat auch rot. Jetzt gucken wir mal, was danach passiert. Können wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Der fährt weiter. Genau, jetzt fährt der los. Der wartet. Wenn der da rum ist, sollte das passen. Okay. Der ist durch. Der nächste Zug kann starten. Wenn er da auch durch ist, dann sollte das wieder funktionieren. Hier haben wir wieder Kohle angehäuft, ne? Ach, logisch. Ach, ärgerlich, 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 dass das hier immer so zu Problemen führt. Ah, genau, der fährt jetzt da, der fährt da oben rum, das ist in Ordnung. Hier ist es am Ende das Stahl, was uns fehlt. Der Stahl. Genau, hier läuft noch ein bisschen was raus, genauso wie die Platten. Mal kurz, wie die Verteilung ist bei unseren Bauteilen. Hier oben. Runde. Fertigbaukanäle. Beilager groß. Okay. Der holt die also auch daher. Das heißt, die haben hier alle gerade noch kräftig zu tun, um die Baustellen hier fertig zu kriegen. An allen möglichen Stellen fehlt Beton und Asphalt zu sehr, sehr großen Teilen. Könnte daran liegen, dass hier oben wir nicht genügend Kies haben. Das liegt wohl daran, dass hier die Bruchsteinproduktion nicht hinterherkommt. Ja? Das sieht so aus. Okay. Hier oben haben wir leichtes Chaos bei den Arbeitern, die hier hochfahren. Ich glaube, es sind doch einfach ein bisschen zu viele Busse hier. Ich würde vielleicht dem Bus sagen, dass er mal hier in das Depot fährt. Eigentlich mit unserem anderen Depot, das ist auch noch nicht fertig. Ich weiß auch nicht, warum unser Konstruktionsdepot 2 das nicht einfach mitnimmt. Kannst du doch machen. Und hier 4, da sind ein paar mehr. Gut.
Wie viel fahren jetzt hier hoch? Wie viele Busse? Oh, sind aber auch so schon ganz schön viele, finde ich. Ich lösche das mal hier raus. Jetzt wären es 8 Busse, die da hochfahren. Die Frage ist immer, von welcher Plattform die aus die da hochfahren. Ist ja auch immer noch zu berücksichtigen. Das müsste ich eigentlich auch mal ordentlich machen. Und alle Busse entsprechend rausnehmen und die neu setzen. Aber das macht sich dann besser, wenn ich ein zweites leeres Depot habe. Oder ich gucke mir halt alle an, die da drinnen stecken. Guck mal gleich mal, hier ist einer. Den nehme ich jetzt hier die Sachen weg, damit er nicht mehr angezeigt wird. Dann habe ich hier alle. 1, 2, 3, 4, 5. Wie sind es denn jetzt? Sind es denn natürlich nicht mehr 8. Können sie natürlich wirklich alle dann neu setzen. Aber ich würde sagen, also müssten nicht 3 reichen. Wir fahren hier jeden Tag 6 Busse hoch. Ich brauche hier ungefähr 200 Arbeitskräfte. Das heißt, ich muss hier oben, wie viele Arbeitskräfte muss ich hier hinbringen? Bei 8 Schichten sind es pro Tag. Mal 3 sind 600 Arbeitskräfte, die hier hoch müssen. Aber das sollte doch passen, oder? Ging doch hier gerade zu viele Leute hoch. Ich denke schon, dass das mit ein bisschen weniger reicht. Nehmen noch einen Bus raus. Dann sind es 6. Leite den, der sollte, passt da noch rein, ne? Ja, sehr gut. Wenn die andere Busplattform, das andere Depot fertig ist, kann ich mich darum kümmern. Oder, damit ich das machen kann, baue ich das Teil jetzt hier mal fertig. Und schick die ganzen Busse hier hin. Nächsten 2 bitte. Gibt es anscheinend noch welche, die Probleme auch machen. Ne, hier war noch einer ohne alles. Ja. Und noch 2, die übrig bleiben. Und die bringe ich dann gleich in Ordnung, wenn die alle hier sind. Ja. Schon mal rauslöschen. Jetzt fährt da nach oben keiner. Kann ich hier aber gleich mal gucken, was haben wir hier noch für Busse. Gibt es jetzt noch einen Bus, der vom Konstruktionsbüro betreut wird und einer, der fährt von der Busplattform 2 zur Busplattform Klein. Moment, was ist die Busplattform Klein? Das ist die hier unten, der fährt von da dahin, okay. Das ist richtig. Und hier habe ich auch, der fährt auch zu der Busplattform Klein und der ist vom Konstruktionsbüro. Perfekt. Das heißt, was ich jetzt mache ist, ich sage, du fährst von hier nach dort. Genau. Start. Nehme ich mir den nächsten Bus und sage, du fährst von hier auch nach dort. Starten. Genau, und dann nehme ich einfach noch welche dazu. Ist ja jetzt irgendwie nicht richtig, oder? Oder habe ich... Ah, ich habe hier gerade einen angeklickt. Genau. Einer von da. Nach da. Starten. Und... noch einer von hier auch nach da. Start.
Dann haben wir jetzt 4 Busse, die da hochfahren. Sollte ja eigentlich erstmal reichen, oder? Drüben stehen jetzt auch noch welche. Weiß nicht, ob ich die dann nicht lieber nach da drüben verlege. Vielleicht sinnvoll, dann habe ich alle Busse da drüben. Super. Okay, dann haben wir das hier erstmal ein bisschen verkleinert. Ist vielleicht besser. Ja, so dass die... Und dann gucken wir aber, dass wir oben trotzdem noch mit den 4 Bussen auslasten können. Oder ob das dann eben nicht mehr geht. Hier nach unten fahren ja immer noch welche. Hier müssen wir auch gucken, ob das dann reicht. Oder ob wir hier noch weiteres brauchen. Aber wir haben ja hier zum Beispiel auch, ne? Hier habe ich jetzt die 25 Leute drin. Trotzdem gibt es hier noch mechanische Teile und Stahl. Erhöhen mal auf 50. Hier oben sollen Platten und Stahl raus. Das wird also alles gerade gebaut und gemacht. Da hinten gibt es jetzt auch zusätzliche Wohnungen. Die können auf jeden Fall dann da hinkommen. Ja? Und was ich jetzt noch zum Abschluss schnell baue von der Folge ist... Na? Warte, ich dachte, wir kriegen hier... einen Fußballplatz vielleicht rein. Kriegen wir auch, ne? Wir den da so hinsetzen. So ist doch super. Dann kriege ich da bestimmt auch noch ein Haus rein und dann ist das Thema hier hinten voller. Durch. Komm, sag mir, ich krieg da noch ein kleines Häuschen rein. Hat's grün geblinkt. Ich will jetzt dieses kleine Häuschen da haben. Ja, so eins hier vielleicht. Passt es hier besser hin? Vielleicht da lang ausgerichtet. So, und dann ist das hier auch schön. Was ich noch brauche, sind ein bisschen Gehweg. Hätte ich gern, ne? Damit die hier überall hin können. Ja, nochmal hier nach oben komme ich gerade nicht. Schade eigentlich. Aber ich kann den Gehweg noch wegreißen. Setze ich das hier rüber, dann kommt man bis da. Hier irgendwie ein Gehweg Sinn macht. Setze mal ein. Bau das Ganze. Und der Rest wird dann bei den nächsten Malen hier entsprechend fertig gemacht. Ich bin schon gespannt. Freue mich darauf, dass wir hier unser Städtchen weiterbauen. Wenn man überlegt, wie es am Anfang aussah, ist das schon ganz cool. Insgesamt bin ich zufrieden. Bis dann. Macht's gut.